Was geht ab, meine lieben Freunde? Ey, falls ihr mich noch nicht eingetragen habt beim Supporter Creator, ich würde mich unglaublich freuen, wenn ihr meinen Code Revenzeit einfach eingeben würdet, meine Freunde. Das würde mich echt mega dafür bedanken. Lasst auf jeden Fall gerne einen Daumen nach oben da bei diesem Video. Dankeschön, ich küsse eure Augen. Viel Spaß mit dem Video. Ciao. Meine Facecam läuft. Nee, Digga. Schau, Leute, was geht? Herzlich willkommen zu diesem wunderbaren Video. Mit dabei ist heute der liebe Revenzeit, ganz genau. Und leider auch Wi-Fi-D. Das ist natürlich wieder eine absolut beschissene Zeit hier. Da könnte ich schon wieder losheulen. Da muss ich mir direkt in meine Fischaugen fassen, Leute. Wenn ich wieder sehe, dass es wieder Zeit ist mit einer Vibe-Runde, wenn ich du wäre zu spielen. Wenn ich du wäre, würde ich die ganze Folge lang nett zu mir sein. Super, haben wir das direkt schon geklärt. Perfekt, dann darf ich dir keine Aufgaben erstellen. Dann können wir das Video auch hier an der Stelle direkt beenden. Danke dafür, Lukas, dass du das Format so gut verstanden hast. Ich würde sagen, wir fangen jetzt einfach erstmal an. Mach dir da erstmal ready, lieber Lukas, Mensch. Ganz kurz, ich mache nicht einfach so ready. Also, wenn, musst du das als Aufgabe sagen. Junge, Lukas, das ist, weißt du, es geht schon wieder scheiße los, Alter. Ja, Lukas, wenn ich du wäre, mach dich bereit, Alter. Das, was du später noch bereuen, das sag ich dir hier von ganzem Herzen her. Bin ja echt dran, meine Aufgabe, oder? Ja, richtig. Weil wenn ich du wäre, du machst ja, in meinen Videos machst du immer Werbung für deinen Creator-Code. Leute, das ist ganz schlimm, wenn ich mit dem aufnehme. Einmal hast du es reingenommen nur. Wenn ich du wäre, würde ich mir jetzt mit einem Filzstift auf die Backe einfach Evive mit 3i schreiben. Ich habe tatsächlich keinen Stift hier unten in meinem Büro, Real Talk nicht. Aber wahrscheinlich hat er keinen Stift. Ich schwöre, Junge. Bruder, ich bin ein Computermensch. Ich habe ein Zeichentablet hier. Wenn ich du wäre, würde ich jetzt wieder jedes Mal, wenn ich Revi sage, ein 360 machen. Alles klar. Fand ich lustig. Wenn ich du wäre, würde ich die ganze Folge nur auf gebrochenem Spanisch mit mir kommunizieren. Ich kann kein Spanisch, Junge. Genau, das ist das Problem. Dann such dir mal schnell ein Wörterbuch raus und ganz viel Spaß dabei an der Stelle. Revi. Ich liebe das. Nein, das ist kein Spanisch. Ich kann auch kein Spanisch. Dann musst du es jetzt lernen. Revenzeit. Unnötig. Einfach nur unnötig. Okay, wo landen wir? Ja, da, wo ich markiert habe. Das schaffe ich jetzt leider nicht mehr, da zu landen, ne? Ja, super. Ich lande hier vorne beim Crackhaus, Alter, mit dir. Ein down. Hab ihn gefinisht. Unten ist noch einer. Hab ihn down. So, Lukas, wenn ich du wäre, Lukas, würde ich jetzt einfach mal mit mir ins Nachbarhaus pushen, vor dem Gegner mich hinstellen, ein bisschen tanzen, mit dem Kill vorbereiten, damit ich sie beide wegsnacken darf. Dankeschön. Wie soll ich einen Kill, die sind ganz unten, wie soll ich denn einen Kill vorbereiten? Die sind hier drin, Lukas, die sind hier drunter. Der hat einen 40er. Ja, wow, dann tötet er. Musst du dann gucken. Geh rein, mach ein paar Mal MLG on. Hier ist er drin. Tja, Lukas, du hast deine Aufgabe nicht erfüllt, du hast die Kills nicht vorbereitet an der Stelle. Wenn ich du wäre, würde ich die ganze Zeit mit einem richtig unangenehmen sächsischen Akzent jetzt hier mit mir sprechen. Danke. Jo, Mate, ich kann immer machen, ja. Das ist nicht mal sächsisch, Ollum! Junge, was soll ich, was sächsisch ist, Junge? Hast du eigentlich irgendwann in deinem Leben mal allgemein... Schönen guten Tag, ich bin der Dido. Ganz genau. Dankeschön. Dankeschön. Ich komme von oben wieder runter. Wenn ich du wäre, würde ich jetzt jedes Mal, wenn ich sage Vive, so richtig auf den Tisch boxen. Ja, und dann mache ich meinen Tisch kaputt. Ich habe so einen billigen Ikea-Tisch. Das ist sehr gut zu wissen. Das ist extrem gut zu wissen. Danke dir. Hey. Vive. Du Kleine. Das ist eine geile Aufgabe. Wenn ich jetzt jedes Mal, wenn ich Revi sage, musst du sagen, oh yeah. Okay. Vive. Revi. Oh. Hey, nein, du musst sagen, oh yeah. Okay. Nochmal. Vive. Revi. Oh yeah. Revi. Oh yeah, oh yeah. Oh yeah. Revi, ich kann dir eine Aufgabe geben, ne? Oh yeah. Wenn ich du wäre, würde ich für das komplette Video nicht einmal mehr Lakritz essen. Das ist... Junge, ich hab mir die eben gekauft. Ich hab noch nichts gegessen. Ist doch egal. Nö, nicht mehr essen am jetzt. Okay. Lukas? Ich liebe das Video. Ja? Wenn ich du wäre, würde ich für die nächsten, also auch deiner Gesundheit zuliebe, die nächsten 16 Tage nichts mehr essen. Joke. Okay, wenn es sein muss. Mensch, Lukas, hä? Lukas, wenn ich du wäre an der Stelle. Ja. Vive. Revi. Oh yeah. Lukas, wenn ich du wäre, würde ich mir auf jeden Fall diesen Schildi erstmal geben. Na? Gib her. Okay, das ist die Aufgabe, zack. Ist okay. Oh, da ist ein Gegner bei 254. Kann ich nicht genau ändern. Genau in der Mitte. Ja, wir können den aber töten. Ja, Digga, ich muss erstmal eine AR haben. Hallo. Ja, ich rush jetzt, wenn ich jetzt sterbe, ist vorbei. Revi, wenn ich du wäre, würde ich jetzt die komplette Folge immer das machen, was ich dir sage. Halt's Maul, Alter. Das ist ja wohl, das entspricht ja vollkommen dem von wo, Digga? Ja, ich bin so ziemlich am Arsch. Das widerspricht ja komplett dem Format, Alter. Bist du dumm? Ich heal mich, chill. Rush nicht rein, der hat eine Minigun. Du hast keine Chance, du bist schlecht. Revi! Hallo. Ich habe ihn da tot. Oh, Digga. Wenn ich du wäre, würde ich mir jetzt sofort diese Scar droppen. Was? Halt's Maul, da war keine. Da war keine Scar. Da war eine Drop. Nein, ich bin dran außerdem gerade. Ich bin gerade dran. Meine Aufgabe hat nicht gegiltet. Was? Dein gegiltet? Junge, lern erstmal. Bevor. Nee, Lukas. So spiele ich mit dir nicht weiter, wenn du nicht Deutsch sprichst. Gib jetzt! Gut, hier, Lukas, hier liegt sie. Wenn ich du wäre, würde ich die Scar da liegen lassen.
So, ja, wow! Ja, dann kriegt den Gegner oder so. Ja, besser ist das. Ja, okay, dann lass sie liegen, wenn du das willst, okay. Wenn ich du wäre, würde ich jetzt rausgehen, das Auto von deinem Nachbarn mit dem Schlüssel zerkratzen. Hier landet einer? Nein. Oh, da landet er. Bei mir und einer bei dir. Der Typ hat die Scar genommen, tatsächlich. Ganz oben, warte. 56er Headshot. Ja, geil, der eine wird vom Flugzeug gebärbert. Wo ist denn der Typ? 52er. Brauchst du Hilfe? 37er. Ja! Ja! Zweimal geht es! Ungünstige Erfahrung, oder? Kann man nicht anders sagen. Kann man nicht anders sagen, Lukas. So, dann nehmen wir die Scar hier wieder. Nee, warum? Die war die ganze Runde da liegen lassen. Nein, das haben wir nicht gesagt. Hätte ich auch gerade holen können und damit Kills machen können. Ja, hast du aber nicht. Alles klar, Digga. Okay, jetzt auch noch tanzen. So, da wissen wir also. Lukas, ich glaube, ich bin dran. Revive. Ja! Chuck. Wenn ich du war, würde ich dir liegen lassen. Dom, Missgeburt. Da kannst du direkt. Ey, da vorne ist sogar einer. Wo? Ich sag's dir nicht. Luca, wenn du sagst. Bei der Brücke da im rechten Haus, da, du siehst ihn. Ja, das Ding ist, jetzt müsste man halt gut sein, ne? Ja, war auch schlau, dass du die angeschossen hast. Jetzt kommt die nämlich wieder und Batman dich. Ja, da hätte ich eine Mauer bauen sollen, ne? Gut, Lukas, wenn ich du wäre, würde ich meinen Schreibtischstuhl jetzt einmal komplett umdrehen und mich auf die Rollen meines Schreibtischstuhls setzen und dann eine Runde damit spielen. Stark. Und jetzt ganz kurze Frage, wie soll sowas funktionieren? Ne, du drehst den einfach auf den Kopf. Denkst du, auf der Rückenlehne bleibt er stehen, oder? Ja, kannst ja dann ausprobieren. Viel Spaß dabei jetzt an der Stelle. Digga, er ist so ein Spaß, alles Alter. Klar, danke dafür, Kollege. Alter, der wiegt 10 Tonnen, ne? Lukas! Alter, wie soll das klappen? Lappen! Ja, wie soll ich den stehen lassen? Musst du gucken dann. Wo landen wir? Das geht nicht. Ja, dann musst du halt irgendwie jetzt schauen. Wie machen wir es? Ich kann so legen. Ich kann da nicht drauf sitzen. Wie in dem Sinne, sitzen? Lukas, ganz viel Spaß bei der Runde. So Angst, dass der kaputt geht jetzt, ne? Ja, ey, Mensch. Wenn mein Stuhl jetzt kaputt geht, du besorgst mir neuen. Auf keinen Fall. Es gibt ja einen Rewe-Stuhl, meine Freunde. Den Rewinster-Stuhl könnt ihr euch in der Videobeschreibung kaufen. Kauf ich einen Rewe-Stuhl. Lukas hat ihn auch gerne. Ja. Hey. Ich sitze jetzt so halb auf Rollen und so halb. Oh, lecker. Und so halb auf. Ja, diesem Rückending. Das klingt echt nicht gut für die Haltung. Vielleicht sollst du den Stuhl richtig rumstellen. Sollte ja. Ich? Nee. Da muss ich ja die magischen Worte für sagen. Pass auf, Lukas, ich geb dir einen Freipass, okay? Du darfst zwei, wenn ich du wäre, für die Auflösung dieser Aufgabe benutzen. Ja, mach ich. Gut, dann bin ich zwei miteinander drin. Stark. Oh, endlich wieder back in town, Alter. By the way, meine Facecam sieht zwar ein bisschen komisch aus, weil ich mit Webcam aufnehme. Ach, danke dafür. Ja, für deine Videos, du weißt doch. Ja, ne, klar. Das ist eine 4K-Webcam, also chill. Wenn ich du wäre, würde ich jetzt ganz kurz eine Instagram-Story machen, mit einem Shoutout mir auf Instagram zu folgen. Hast du letztes Jahr selber gemacht, das zählt. Nein, Lukas. Komm, jetzt diskutier mal hier nicht rum mit den Aufgaben, ne? So, dann. Wer Bock hat, kann mir auf dem Revi-Folgen auf Instagram. Ich hab den hier mal verlinkt. Haut mal Follow rein, wenn ihr Bock habt. Checkt den Account ab. Das ist halt gar nichts anderes. Aber ich weiß, wer gleich Autopromo raushaut. Lukas? Ich bin ja doppelt dran. Lukas, wenn ich du wäre, würde ich heute tatsächlich bei dieser Folge komplett davon absehen, einmal für dich Promo zu machen. Nein, das so. Ey, doch, Lukas, doch, Mensch, doch, komm. Eben hast du selber gesagt, Lukas. Man kann nicht irgendwas entkräftigen oder. Nee, geht nicht. Komm her, Lukas, nimm mal hier ganz kurz die Dinger, nimm mal hier ganz kurz die Minis und jetzt schluck einfach die Aufgabe runter. Die liegen oben im Dachgeschoss. Doch. Wenn ich du wäre, würde ich auf YouTube Community Tab einmal mein Video reposten von heute. Und für 24 Stunden drin lassen. Das ist viel zu viel, Alter. Da steht kein Verhältnis, Junge. Und du kannst dabei schreiben, schaut doch gerne mal vorbei. Ohne Beleidigung. Wenn du beleidigst, dann sind deine nächsten Aufgaben dein Tod. Ich schwöre, Lukas, das steht in keinem Verhältnis, weil meine Sachen, die gucken ja viel mehr Leute als deine. Nö. Community Tab. Lukas, wenn ich du wäre, würde ich jetzt die Rechnung, die mein Management dir dann stellt, direkt bezahlen. So, und ab geht's. Alter, ey, wir können echt öfters aufnehmen hier. So Free Promo auf Nacken von dir, Digga, ein Schwanz. Jo, Leute, was geht ab? Ey, am Start. Und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier. Das ist ja super. Danke, Mann. Finde ich auch. Wie gesagt, 24 Stunden, mein Freund. Lukas, aber wenn ich du wäre, würde ich jetzt mein Fenster aufmachen und einmal richtig laut rausschreien, Revenzeit ist der beste YouTuber der Welt. So eine Schnelle. Ich muss erstmal alles freiräumen, Alter. Ja, das passt doch. Ist doch nicht mein Problem. Revi ist der beste YouTuber der Welt. Jetzt denken dann offiziell auch alle über den Nachbarn, ich bin komplett hängen geblieben. Ach, ich glaube, Lukas, das war schon immer so, also von daher passt ich das. Ich kann die Rolle wieder runter machen. Wenn ich du wäre, würde ich mir jetzt sofort mal alle deine Munition droppen. Alle? Ja, alles. Nein. Doch. Okay. Danke. Wenn ich du wäre, würde ich jetzt einfach in den Berg runterspringen. Nö! Doch. Ey! Los! Komm, ey! So nicht, Lukas, du weißt ganz genau wie. Das hast du nicht gesagt. Lukas! Das hast du nicht. Du bist der größte Bastard von allen, Alter. Wenn du so spielst, ey, wir sterben aber jetzt gleich. Lass mal kommen, wir gewinnen jetzt mal diese Runde. Digga, ich kann nicht ohne Munition, du Bastard, Alter.
So, ich ja wohl dran, ne, Lukas? Ja. Es geht auch gar nicht mehr um Fortnite, diesem Format. Lukas, also, pass mal auf. Machst du mal ganz kurz deine Bildschirmaufnahme an, bitte? Junge, wir haben jetzt schon 28 Minuten aufgenommen. Wie lange willst du aufnehmen? Ja, wir machen jetzt so eine letzte Aufgabe, die ich für dich habe, Lukas, ja? Es geht ja, auch jetzt gar nicht hier um Fortnite. So. Ja, Aufnahme läuft. Lukas, wenn ich du wäre, würde ich mir jetzt tatsächlich auf Amazon für mich eine Palette Red Bull Cola bestellen. Das 24er-Paket. Ja, ich schicke dir ganz kurz den Link. Ja, Lukas, so. Kommt dann auch sofort hierher. Da gibt's. Oh, ja. Das ist natürlich nicht günstig. Digga, Lukas, das ist der Link. Wir dürfen echt nicht übertreiben. Lukas, hör, gib mal her jetzt. Komm. Nee, das ist übertrieben. Ich schwöre dir, das ist übertrieben. Och, Lukas. Alter, das ist so ein Rotz, mit dir aufzunehmen. Lukas, ich bitte dich, ja? Wenn jetzt mein Video morgen nicht 1 Million Klicks bekommt, ne? Wegen deinem Dreckskackpost. Hier, Lukas, hier, komm. Ah, warte. So, Team Meine Speak. Adresse schicke ich dir gleich auch, Kollege, ne? Amazon, 33 Euro. In Einkaufswagen, zur Kasse gehen. Okay, ja, komm. Soll ich bestellen? Bestell ruhig, ja. Leute, dann sind wir an der Stelle hier auch schon durch mit dem Video. Danke dafür, Lukas. Chill, ich habe nicht bestellt, das denken die Leute, das ist fake, warte. Bestell hier, jetzt, Versand. Los. Okay. Liefern, okay. Weiter. Okay. Warte, ich zahle und jetzt kaufen. Wunderbar. Und ist aufgegeben. Sehr schön. Dankeschön, Lukas. Ich küsse deine Augen, Leute. Das war's von diesem wunderschönen Video. Könnt auch auf jeden Fall mal gerne bei Evive da ein Abo da lassen. Lukas, nächstes Mal, wenn ich du wäre, bestellst du mir einfach alles auf Amazon, ne? Weißt du Bescheid. Schätze immer gerne, Digga, klar. Alles klar. Ich würde sagen, Leute, schaut auf jeden Fall nicht bei Evive vorbei. Ignoriert meinen Community-Post. Und danke nochmal für die Story, Lukas, an der Stelle. Es war echt wackes Fortnite-Gameplay, aber es geht in dem Format auch nicht mehr Fortnite, sondern einfach uns maximal gegenseitig abzufacken. Lasst einen Daumen nach oben da, nutzt meinen Creator-Code, Revinzeit. Haut da rein, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. We'll be right back.